Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hodirs Ruf anzunehmen bei Hodirs Horn in der Sturmgipfel an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich hoffe aber, das Video hilft euch auch in WoTLK Classic. Begebe mich nun ins Questgebiet. Man hat auch ein Quest-Item mitbekommen. Das kann man sich in die Leisten ziehen. Wobei, jetzt bringt's nichts, weil ich ein Vogel bin. Mache ich danach als Katze nochmal. Oder sofort. So. Und dann geht's jetzt ins Questgebiet. Wir sollen jetzt Orphare von Niflhem befreien. Und ruhelose Frosterben. Okay, ruhelose Geist der Frosterben. Benutzt man das Quest-Item, passiert nichts. Töte ihn, klicke ihn an, Quest-Item. Check. Also, ruhelose Frosterben töten. Sie anwählen. Quest-Item benutzen. 2 von 5. Vorfahren von Niflhem sind diese hier, die Wiesen. Das sind keine Elite, normalerweise genauso leicht zu töten wie diese kleinen Zwerge. Und hier seht ihr das Questgebiet. Dann noch so einen. Ich teste mal, ob man die Leiche überhaupt anklicken muss. Ja, muss man, sonst ist es ungültiges Ziel. Mhm. Sollten hier in diesem Kampfgebiet keine Mobs sein, könnt ihr auch weiter in diese Richtung laufen, in den Norden. Da müssten noch einige sein. Quest-Item hat fast keinen Cooldown. Finde ich sehr gut. Seht ihr? Hier sind noch haufenweise Mobs. Und ich brauche noch zwei Mobs. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ich dachte, ich bin fertig. Nö, ich brauche noch zwei Mobs. Mhm. So. Aber jetzt ist die Quest bereit zur Abgabe. Sehr cool. Nun sollte ich auch schon bald beim Abgabepunkt sein. Ich glaube, Abgabe-NPC ist es nicht, aber mal schauen. Nun geht's hier entlang. So. Und da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Hodirs Horn. In der Sturmgipfel, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.